So, hallo zusammen, da bin ich mal wieder. Ihr wisst ja, Shop-Video kam heute Morgen. Aufgaben haben wir heute noch keine, aber in dem Video soll es auch diesmal um was anderes gehen. Nämlich, es geht um die schönen Skins-Verschenkungen. Vorneweg, ich stelle jetzt ein, zwei, drei Fragen ungefähr. Wenn du diese Antworten mit Nein habe ich nicht beantworten kannst, dann ist dieses Video schon mal nicht an dich gerichtet und du kannst gerne abschalten. Es geht halt wirklich um gewisse Leute. So, Frage Nummer 1 ist, hast du schon mal bei mir in den Chat reingeschrieben, kannst du mir einen Skin schenken? Solltest du das getan haben, dann hör gut zu, dann wirst du erfahren, wie du einen Skin von mir bekommen hast. Wenn du bei mir reingeschrieben hast, kannst du mir einen Skin schenken, ich bin ein No-Skin, auch da gerne weiter gucken, ich werde es dir gleich zeigen. So, jetzt wissen schon mal ungefähr alle, worum es geht. Nämlich um die Fragerei mit dem Skins verschenken. Kurze Info nur an alle und besonders an die, die das halt gerne reinschreiben, sei es unter die Kommentare oder auch im Livestream. Ich werde dieses Video extra verlinken unter jedem Livestream und werde es auch in den Chat reinschreiben, wenn mich jemand nach dem Skin fragt. Weil einige Zuschauer halt wirklich ein bisschen genervt davon sind, dass so vehement danach gefragt wird. Kann ich das Ganze verstehen? Ja, das kann ich verstehen. Wir haben viele junge Zuschauer, die erstens wirklich keine Skins haben, außer die eventuell aus dem Battle Pass. Aber selbst da gibt es manche, die dürfen noch nicht mal den Battle Pass haben. Habe ich vollkommen das Verständnis für, wenn ihr fragt nach einem Skin. Ich verstehe es. Aber versetzt euch einfach mal in meine Lage. Ihr seht gerade oben, ich habe 2000 V-Bucks. Und ja, ich weiß, ich hatte gestern Abend hatte ich noch 4000. Warum? Weil ich einen Skin verschenkt habe. Warum habe ich den Skin verschenkt? Einfach als Dankeschön für die Community. Sei es dafür, dass ich den Creator-Code bekommen habe, dass ich damals die 1000 Abonnenten hatte. Dann werde ich auch noch einen Skin verschenken, wenn wir YouTube-Partner sind, also dass ich Werbung schalten kann. Und dann wird es auch bestimmt noch das ein oder andere Highlight geben, wann ich einen Skin verschenke. Aber wenn ich gefragt werde, kannst du mir einen Skin schenken? Stell dir jetzt einfach mal selber die Frage, wäre es nicht ein wenig unfair, wenn ich dir, gerade dir, der gerade dieses Video guckt und eben in den Chat reingeschrieben hat, nicht ein bisschen unfair den anderen gegenüber, wenn ich nur dir was. Weil logischerweise jeder hätte gern einen Skin. Natürlich. Ich freue mich natürlich auch, wenn ich von meinen Abonnenten Skins geschenkt bekomme. Aber ich frage ja auch nicht im Chat nach, könnt ihr mir Skins schenken? Ich könnte es machen, ich würde sogar wahrscheinlich welche bekommen. Ohne jetzt irgendwie abgehoben zu klingen. Aber darum geht es ja auch nicht. Aber das Problem ist einfach, ich habe jetzt fast meine 1800 Abonnenten zu dem jetzigen Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme. Und das bedeutet, einer von 1800 fragt mich nach einem Skin. Wenn ich diesem einen dann den Skin schenke, sei es jetzt nur 800 V-Bucks, sei es einfach mal, wir gehen mal gerade in den Shop rein, ich schenke demjenigen Lightshow. Gehe hier drauf, gehe auf Verschenken, Grüße an alle, die hier gerade stehen. Und schenkt demjenigen den Skin. So, zum Beispiel Chillboy. 800 V-Bucks, jeder weiß, 100 V-Bucks, circa 1 Euro. Klar, größere Angebote, wird das Ganze günstiger, aber grob kann man sagen, 8 Euro. So, jetzt können wir das Spiel mal gerne weiterspielen. Sind 8 Euro. Würden mich das 10 Leute fragen, sind wir bei 80 Leuten. Machen das 100 Leute, sind wir bei 800 Euro. Machen das 1000 Leute, sind wir bei, ja, 8000 Euro. So, ich überschlage das jetzt nur mal ganz kurz. Ich bin fast bei 2000 Abonnenten. Vielleicht, wenn du es jetzt gerade erst das Video guckst, habe ich diejenigen schon erreicht. Dann sind wir bei 16.000 Euro. 16.000. Ich habe heute noch eine Werbung gehört. Es gibt jetzt von Dacia Neuwagen für 7.000 Euro. Neuwagen. Wir rechnen nochmal zurück. Warte, wie viel waren wir eben? 16.000 Euro. Von diesem Geld, was ich quasi für euch ausgebe, könnte ich mir in Anführungszeichen zwei nagelneue Autos kaufen. Wenn ich an jeden Einzelnen in diesem Moment dann einen Skin verschenke, wir reden nur von 800 V-Bucks,
Aber rechne dir das einfach mal hoch, wenn ich alle gleich behandeln will. Weil warum soll ich dich anders behandeln als die anderen? Denk einfach mal selber drüber nach, ob das wirklich so korrekt ist, irgendwo hinzugehen und zu fragen, bitte schenk mir einen Skin. Weil du fragst ja auch keinen auf der Straße, hast du mal gerade 5 Euro für mich? Klar, wenn man gerade kein Geld hat für einen Bus und man muss unbedingt nach Hause, alles schon passiert, habe ich früher auch schon gemacht, um Gottes Willen, da haben mir 30 Cent gefehlt. Habe ich auch gefragt, Entschuldigung, haben Sie vielleicht 30 Cent? Ich müsste mit dem Bus heimfahren, ich habe aber nicht genug Geld dabei. Da war mir das aber auch unangenehm. Aber vielen ist das ja nicht unangenehm. Die gehen einfach rein, ich bin ja im Internet, mich kennt ja keiner, mich sieht keiner, kannst du mir einen Skin schenken. Aber das stört halt die anderen. Also denk einfach mal drüber nach, nicht nur in meinem Stream, sondern in jedem Stream. Viele Streamer sind zurzeit Skins am Verschenken aus dem Itemshop. Aus einem ganz einfachen Grund. Erstmal, um Danke zu sagen für das, was ihr uns natürlich ermöglicht, weil wir haben die Möglichkeit, dadurch Geld zu verdienen, an euch, durch euch. Klar, dafür sind wir auch da für euch. Ich zum Beispiel mache halt jede Aufgabe für euch. Das ist quasi das, was ich zurückgebe dann. Ihr bekommt von mir halt die Informationen, was so Neues passiert in Fortnite. Und als Belohnung bekommt ihr einfach stellenweise Skins oder einen Battle Pass geschenkt. Aber ich kündige das erstens immer an oder es passiert halt spontan im Stream. Aber du brauchst nicht jedes Mal dann reinkommen und fragen, ist heute Verlosung? Ist heute Verlosung? Sondern guck doch einfach den Stream. Wenn du nur da bist, um einen Skin zu bekommen, dafür haben wir andere Streamer. Die machen das wirklich die ganze Zeit. Die haben dann ihre 400, 500 Zuschauer und vielleicht hast du da Glück. Aber da wirst du wahrscheinlich mehr Glück haben als bei mir, weil damit fällst du eigentlich nur negativ auf. Und ich glaube, keiner von euch will negativ auffallen, wenn er irgendwie merkt, da ist eine Community, die spielt zusammen und in einer Woche später denkst du dir, ach, da würde ich gern mitmachen. Ich lese deinen Namen und denke mir nur, warte mal, der hat doch nach dem Skin gebettelt. Erstens in den Kommentaren, drei, vier Videos hat er drunter geschrieben und man merkt sich irgendwann so die Namen. Und halt dann in dem Fall negativ. Aus dem Grund einfach mal drüber nachdenken, ob es wirklich so sinnvoll ist, wirklich immer nach dem Skin zu fragen oder zu sagen, ich bin No Skin oder meine Eltern erlauben es mir nicht. Verstehe ich alles komplett, aber lasst es. Es wird euch keiner einfach so, weil du irgendwo fremd reinkommst, sagen, ach, weißt du was, hier hast du gerade die 10 Euro oder hier Totenschütze, warte, wir gehen gerade drauf. Weißt du was, ich schenke dir gerade mal die 20 Euro. Nein, das macht keiner. Warum soll er das machen? Er hat eine Community, die auch natürlich was haben wollen. Und nicht nur du alleine. Sei halt einfach nicht so egoistisch, sondern guck einfach den Stream. Guck, wann macht der Streamer eine Verlosung oder so. Und sei dann da. Gib demjenigen immer seinen Daumen. Schreib was Nettes in die Kommentare. Schreib deine Meinung in die Kommentare. Weil jeder YouTuber geht eigentlich hin und stellt so in seinem Video ein, zwei Fragen. Geh einfach darauf ein. Fall lieber positiv auf, werd eventuell Mod oder keine Ahnung. Sei einfach ein positiver Zuschauer, wo der Streamer sich denkt oder der YouTuber an sich. Der ist nett. Lieber so auffallen als, ach ja, der Bettler ist wieder da. Weil ich glaube, so will keiner in Erinnerung bleiben. So, das war's auch eigentlich jetzt schon mit dem Video. Wie gesagt, ich poste das jetzt auch immer rein, wenn irgendwie einer anfängt zu betteln oder so. Und ich will auch keinen mehr an den Pranger stellen. Oder da irgendwie einen schlecht machen oder so, sondern mir geht es halt darum, wirklich manchen zu sagen oder zu zeigen, dass es halt falsch ist, was sie machen. Ich verstehe es, aber es ist halt falsch. Ist halt genauso, wenn ich dauernd sage, bitte drückt auf den Like-Button, drückt auf den Like-Button, drückt auf den Like-Button. Es bringt mir nichts. Ihr macht das nicht, weil ihr das wollt, sondern weil ich es euch sage. Deshalb sage ich das bei mir auch nicht. Also, wenn ich dich jetzt vielleicht damit überzeugt habe, gerne ein Abo dalassen. Gib meinen Creator-Code ein, YT-FamilyHack. Einfach hier dann auf Annehmen drücken. Am besten jeden Tag, damit es nicht vergisst. Einfach nur kurz, immer wenn du einen Shop anguckst, zack, zack, fertig. Alles gut. Und wenn du wirklich einen Skin haben willst, nachdem du jetzt verstanden hast, was ich sagen wollte, einfach hier eine Freundschaftsanfrage schicken an YT-FamilyHack. Kannst du schreiben, wie du willst, nur die Kombination muss richtig sein. Kannst auch alles klein schreiben, ist egal. Du siehst, Freundschaftsanfrage an dich selbst ist nicht möglich, aber dann bist du schon mal auf dem richtigen Weg. Ich hole alle Leute an,
Von daher hat jeder da die gleiche Chance. Und dann natürlich, wenn du mich unterstützt über den Creator Code, alles top. Und wenn du mir natürlich die Freundschaftsanfrage geschickt hast, hast du natürlich auch die Chance, wie zum Beispiel Alproko könnte einen Skin bekommen, Aladdin, Apokalypto. Aber zum Beispiel Bock kannst erst in 2 Tagen bekommen. Also wenn du was gewinnen willst, wenn der Tag X da ist und du willst direkt was haben, schick mir die Freundesanfrage, ich nehme sie gerne an, damit eben das hier nicht ist. Weil sollte ich heute zum Beispiel was verlosen gleich im Stream, könnte er zum Beispiel nichts bekommen, sondern erst in 2 Tagen. So, genug gelabert. Euch noch viel Spaß. Denkt einfach mal drüber nach, ob das wirklich Sinn macht mit dem Betteln in Anführungszeichen. Und dann würde ich sagen, haut rein, habt einen schönen Tag, spielt schön, guckt meine Videos. Ich helfe euch gerne bei den Aufgaben. Wenn Fragen sind, schreibt in die Kommentare. Und jetzt aber haut rein.